Kizoba zoba u, kizoba zoba kolanda. Kizoba zoba u, kizoba zoba bilamba batonga balata. Mbuta machwa, nitakune vunda nebula mwanda. Hey, young mo! Oh, diese Kekse immer, echt immer die gleichen Kekse in jeder Agentur und schmecken exakt alle gleich. Ja. Egal ob Schokolade, egal ob Weiß, egal. Ich verstehe immer nicht, was da drin ist. So, Bild. Ich habe mir übrigens ihren YouTube-Channel mal angeschaut. Oh. Finde ich, hat mir ganz gut gefallen, was ich da gesehen habe. Ja. Also so das Verhältnis zum Dokumentarischen haben sie da ganz gut rausgearbeitet. Und ich habe mich halt immer auch gefragt, wieso das so in dem Projektantrag nicht so in den Vordergrund gestellt würde. Also das können sie echt mehr pushen. Ah ja, in unserem Projektantrag. Ja. Das ist gut zu wissen. Mhm. Also meinen Sie, dass man so den Diary-Charakter sozusagen da auch ein bisschen reinkommt? Ich glaube, so als Tipp war das jetzt ganz gut. Ja. Hallo. Joja Kim. Guten Tag, Dorothee. Guten Tag. Nehmen Sie da bitte Platz. Ja. Jana. Draußen auf dich gewartet. Oh. Ja. Ja, es gab bei den Mitbewerbern so ein paar Verzögerungen. Mhm. Genau, aber ich hole jetzt mal Frau Herberger und Herrn Dausend rein, dass es losgehen kann. Frau Herberger, die Agenturchefin. Das ist Herr Dausend, der Auftraggeber. Frau Werner, Herr Capitola. Das ist Frau Kolcher hinter der Kamera. Ja, das Bewerbungsteam, Herr Dausend, filmt das gleich mit, um dann eine komplette Dokumentation zu erstellen. Direkt auf YouTube wird das Ganze gestellt, wegen der Zielgruppe. Aber wenn wir Sie nicht auswählen, was dann? Dann wird es ein Kurzfilm? Ja. Frau Herberger, was ich Sie noch fragen wollte, gab es denn keine brauchbaren afrikanischen Einreichungen? Die sind leider alle in der ersten Runde rausgeflogen. Ja, da waren ein paar wirklich gute Ideen dabei, das muss ich schon sagen. Aber dadurch, dass denen die ganze Praxiserfahrung fehlt, von vorne bis hinten, ist leider schade. Das ist schade, das hätte gut in unser Konzept gepasst. Ja, muss ich auch sagen. Also, kommen wir zum offiziellen Teil der Veranstaltung. Hier heute die Kampagne Afrika on Eye Level. Ihre Bewerbung hat uns wirklich sehr gut gefallen. Oh, das ist gut zu wissen. So, ja. Also, wie schon gesagt, das Ziel der Kampagne On Eye Level with Africa, das Bild von Afrika in Deutschland zu modernisieren. Also jetzt nicht hier der Kontinent der Krieg und Krisen, nein, ganz und gar nicht, sondern Afrika, der Kontinent der Zukunft. Sorry. Ich weiß nicht, vielleicht darf ich ein bisschen was sagen noch zum Hintergrund von unserem Projekt. Nicht nötig, wir kennen das Projekt. Also wie gesagt, wir haben Sie eingeladen heute, um Ihnen mitzuteilen, dass Sie in die letzte Runde gekommen sind. Ja, freuen Sie sich mal nicht zu früh. Wir haben schon gute andere, sehr gute andere Projektvorschläge heute Morgen schon gesehen. Nun also, Kinshasa Collection, Punkt 1. Mode als Aufhänger, das gefällt uns sehr gut. Die Creative Industries, das ist genau unsere Linie. Und das im Kongo, im Herzen der Finsternis. Das ist was Neues, prima. Ist Kongo eigentlich unsere Schwerpunktregion? Naja, vielleicht sollten wir ein kleines Päuschen machen. Bitte. Ja. Wasser? Ja. Hm.
Ja, es kommt ja auch nicht alle Tage vor, dass man nur eine letzte Runde... Trotzdem haben wir wenig Zeit. Bitte nehmen Sie noch einmal Platz. Wir haben in unserer Jury eine Vertreterin in der Textilbranche zu sitzen und die hat uns darauf hingewiesen, dass die Mode in Afrika einen ganz besonderen Stellenwert hat, der auch Auswirkungen auf die Absatzwirtschaft hat. Das kennt man so hier in Berlin ja nicht. Also wenn wir ein Startup in Berlin haben, da geht es ja eigentlich nur um Funktionalkleidung, nichts weiter. Wenn ich da mal einwerfen und darf... Und dass Sie sämtliche sozialen Kommunikationskanäle bedienen wollen, das gefällt uns natürlich auch. So können wir unsere Zielgruppen erreichen. Ja, also gut. Nochmal, Sie sind jetzt in der Schlussrunde, aber damit die Jury ihre letztendliche Entscheidung treffen kann, fehlt uns noch ein bisschen was. Ja? Wir brauchen ein bisschen mehr Butter bei den Fischen, wie man das so schön sagt in Norddeutschland. Also wir würden uns von Ihnen sehr gerne einen Trailer wünschen, der das Ganze noch einmal ein bisschen beleuchtet, weil das ist ein bisschen zu kurz gekommen in Ihrer Bewerbung. 5 Minuten reicht völlig. Ja? Wenn ich da noch was ergänzen darf, also die Jury konnte sich noch nicht wirklich vorstellen, ist Kinshasa tatsächlich diese Modemetropole, also so wie Sie es darstellen, ne? Oder haben Sie sich das ausgedacht? Oder, also für uns wäre es gut, oder für die Jury auch gerade sehr wichtig, dass Sie das nochmal zeigen, dass Sie das nochmal pushen. Also um ganz klar zu sagen, es geht ja hier auch um deutsche Öffentlichkeitsarbeit. Ja. Wir müssen dabei aber auch die SMEs einbeziehen, um das nochmal ganz klar auszuleuchten. Also mittlere und kleinere Unternehmensgruppen, die sollten auch mit einbezogen werden. Das ist ein bisschen zu kurz gekommen. Also wie gesagt, wir wollen herauskitzeln so ein bisschen, wo liegen da die Potenziale, wie kann man das Ganze ein bisschen umschweifen, dass man sieht, okay, das ist eine Branche, die schlummert. Ja? Also jetzt nicht hier Tanz und Folklore und solche Geschichten mit bunten Bändern, das brauchen wir nun nicht mehr. Ne? Das haben wir alle schon bis zum geht nicht mehr. Genau, Babys. Das sind die wichtigen Schlagwörter. Wirtschaftspotenzial, genau. Kleine mittelständische Unternehmen. Stellen Sie sich einfach vor, die IHK Vechta als Zielgruppe. Also Abgabetermin der überarbeiteten Formulare und so weiter ist der 15. Juli. Das sind noch 6 Wochen. Das sollte eigentlich reichen, oder? Wer soll die Kosten für den Trailer tragen? Wayne, das würde heißen, wir müssen eigentlich sofort nach Kinshasa los. Sie müssen nicht. Aber wenn Sie weiter im Rennen bleiben wollen? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, bei einem Auftrag in dieser Größenordnung, da setzen wir schon Eigeninitiative und auch Eigeninvestment voraus. Also, ich würde sagen, überlegen Sie sich bis nächsten Freitag, ob Sie noch mit dabei sind oder nicht. Und geben uns dann Bescheid, oder geben Julia Bescheid, besser gesagt. Und ich verabschiede mich dann jetzt schon mal, nicht wahr? Dankeschön. Wiederschauen. Wiederschauen. Vielen Dank. Wiederschauen. Ich darf Sie rausbegleiten. Boah. Uff. Mann, was machen wir denn jetzt? Also. Tja, das sehe ich noch nicht. Das war ja voll krass, oder? Es war krass, aber ich meine, wir haben es geschafft. 6 Wochen. Aber es ist, also ich habe das Gefühl, wir sind drin. Wir sind so gut wie drin jedenfalls. Mann, ey. Damit war was zu tun. Wir haben uns ja was angebrockt. Jana, machst du jetzt mal die Kamera aus? Das irgendwie reicht jetzt gerade. Schönhauser Allee. Übergang zu den S-Bahn-Linien 8, 85.
Also. So, ich glaube, das ist eine Nummer zu groß für uns. Pascal, wir haben gesagt, dass wir das einmal durchkalkulieren. Bitte, einmal durchkalkulieren und dann entscheiden wir in Ruhe. Am Dienstag. Bis Dienstag können wir uns dafür Zeit nehmen. Und ich rufe auch noch bei Peter an. Der hat, ich glaube, das ist höchstens ein halbes Jahr her, dass der in Kinshasa gedreht hat. Der hat ein gutes Händchen für Stringer. Der weiß bestimmt jemanden, der uns helfen kann. Und dann wissen wir bis Dienstag, ob wir das alles hinkriegen. Falls wir fliegen würden, wann würden wir dann losfliegen? Also, kannst du dir vorstellen, 6 Wochen, wir müssen abgeben in 6 Wochen, dann ist das, eigentlich Ende nächste Woche müssen wir los. Okay, krass, Ende nächste Woche. Ich weiß nicht mal, wie ich meinen Kindern das verticke. Pascal. Für mich ist egal, ich bin dabei. Ey, hört mal zu, das geht hier echt um alles. Ja, das ist top oder flop. Wir sind da jetzt eingeladen worden. Ich habe das Gefühl, wir haben da super gute Chancen. Die hätten uns nicht eingeladen, wenn die nicht wirklich mit uns arbeiten wollen. Die machen sowas nicht. Das ist totale Zeitverschwendung für die. Die treffen sich doch nicht mit Leuten, mit denen die nichts vorhaben. Ich weiß nicht mal, sollen die ob es 5 oder sollen die 50 Ja, hätte ich das fragen sollen. Natürlich wissen wir nicht, wie viele Leute da sind. Wir werden ein paar Mitbewerber haben, ja. Das glaube ich auch. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass die mehr Leute einladen für die Kampagne. Dass es nicht nur wir sind. Und wenn wir einen guten Trailer hinlegen, dann sind unsere Chancen echt super. Ich habe ja gleich gesagt, dass wir noch einen Trailer brauchen. Also ich weiß nicht, sondern woher du deinen Optimismus hernimmst. Pässe mit Visum. Die Visum. Mein erstes Mal in Kairo. Hast du nachgeschaut, Alex, so irgendwie das Datum von dem Visum, weil die verschreiben sich gerne, ne? Habe ich eigentlich doppelt und dreifach gecheckt. Ja. Wenn du es nicht genau festlegen kannst jetzt, dann sagst du Alex, wann es ist und dann machen wir es so eng am Abgabetermin, wie es sein muss. Aber das ist für uns eine Riesennummer. Deswegen will ich ja auch unbedingt mit dir arbeiten, weil ich weiß, das wird dann gut. Das muss diesen Look haben, das muss so, ja genau, das habe ich im Kopf. So möchte ich, dass es aussieht und ich bin mir sicher, dass das ein richtiger Fetzer wird. Also so, wir haben da jetzt so einen super Stringer, ja, der Straße, keine Schienen, nee, Schienen kriegen wir nicht mit, das wird zu teuer, das wird zu aufwendig, das ist, was weiß ich, die haben da ja auch gar keinen Beton auf der Straße, wir können da gar keine Schienen verlegen. Wie heißt der nochmal, Pascal, mit dem wir jetzt sprechen? Versuchen zu sprechen. Ja. Chopper. Chopin. Ja. Jana, kennst du doch. Was das für eine ist? Jana, der haben wir doch letztes Mal auch diesen Liberia-Film gemacht. Ah. Ja, die kriegt das hin. Er will nicht. Okay, du kannst uns da auch erreichen. Alex weiß immer, wo wir sind. Kein Problem, E-Mail haben wir auch, natürlich. Ja, wir schicken dir auch vielleicht... Dorothee, es geht los. Chopper ist da. Ah, du, ich muss jetzt auf. Chopper, comment ça va? Ich melde mich nachher nochmal. Ça va bien? Oui, un peu stressé, bon, tu peux imaginer. Mais c'est bon, on a les visas, on a tout.
Et Bonjour, Chopa. C'est moi, Dorothée. Ça va très bien. Voilà, Chopa. Oui. Oui. Dis-moi. Non, mais je vais juste être, parce que vous avez la connexion, ça va peut-être couper ou ouais, pas. Ouais. Je vais juste m'assurer que tu aies reçu les documents que je t'ai envoyés sur les sapeurs. Oui, c'est pas mal, mais bon, c'est cher, hein. Ouais, je sais, mais entre-temps, tu sais, les sapeurs, ils sont très compliqués, hein. C'est des gens qu'on a déjà beaucoup filmés, alors ils se disent qu'ils ne peuvent plus rien faire pour rien. Donc, c'est un peu dommage qu'ils demandent autant d'argent comme ça, mais c'est ça ou pas, hein. C'est... Ouais. Mais il y a beaucoup, mais Chopa, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sapeurs à Kin, non? C'est notre impression que... Chopa? Chopa? Merde. Oh, God. Bon, au moins... Ich versuche es nochmal, oder... Natürlich, probier's nochmal, aber ich habe den Eindruck, guck mal, der holt uns morgen ab. Hm. Ja. Der hat das mit der weiß, was wir wollen. Mhm. Also es ist jedenfalls mein Eindruck. Mhm. Sei mal nicht so negativ. Ja, wer sagte, sie laufen alle so irgendwie da rum wie Sand am Meer? Pascal, gute Laune, Leute. Lass uns mal sehen, dass wir fertig werden. Ich nehme mal an, dass wenn wir ihm ein bisschen genauer sagen, dass er dann sein Adressbuch rausholt und sein Telefon und dann kriegen wir das hin. Ja, das wollen wir hoffen, ne? Sonst können wir hier dich machen. Also immerhin, wenn Pascal, der... Pascal, kannst du da bitte mit aufhören? Wir haben uns jetzt entschieden, dass wir das machen wollen und fertig. Wir fahren da morgen hin und wir machen was Gutes. Ja. Das werden wir versuchen, ne? Das wird so. Komm, wir haben das immer schon hingekriegt. Wir wissen, dass das vorher immer ein bisschen kompliziert ist. Ja, wenn Endzapper, weißt du, so irgendwie so viel kostet, so, dann müssen wir wirklich das nötige Kleingeld mitnehmen. Wir haben was. Wir haben dafür auch was eingestellt. Das ist kein Problem. Ja, wir müssen vorstrecken, ne? Können wir kurz ein Bild machen für mich? Ja, ich gebe auch sowieso auf hier. Bonjour. Dorothee, Pascal und Jana fahren morgen nach Kinshasa. Jana, ich weiß, Entschuldigung, bitte, können wir da vielleicht morgen mit anfangen? Irgendwie... Können wir machen. Eigentlich, unser Auftraggeber möchten das gern. Sie mögen dieses Social Media Extended... Ich mache mit ab morgen. Heute habe ich schon, da keinen, ne? Bock drauf. Hatte ich auch das Gefühl, dass Sie das gut fanden. Na, ja, wir machen es auch ab morgen. Wir müssen jetzt einmal... Danke, Pascal. Ah. Gut. Super, wie Kinshasa immer schon anfängt, wenn man noch in Paris ist, ne? Ja. Mir war nicht klar, was diese Politeini so und wie meinte mit Zielgruppe, mittelständige Unternehmen. Ja, der wird dieses ganze, diese Kehrtwende meinen, nehme ich an. Da, weißt du, diese Afrika-Politik, Marshallplan, dieses ganze Zeugs, also da wird er drauf angespielt haben. Also so ganz schlecht, wenn ich ehrlich bin, finde ich das auch sehr kompliziert, dazu eine richtige Haltung zu haben. Das ist, wenn die aufhören mal mit diesem Junkie-Element in der... Mesdames et Messieurs, votre attention, s'il vous plaît, 888 à destination de Kinshasa. Maintenant, prêt pour embarquement, je vous remercie pour votre patience. N'oubliez pas, c'est un Skype Business, Premium et Elite Plus, ainsi que voyageurs avec des enfants de 0 à 2 ans. Wir waren ja oft genug in Situationen, wo wir mitgekriegt haben, dass diese gönnerhafte Art und so den Leuten in Afrika ja auch nicht mehr gefällt. Also, ja, nur so wie wir wollen, so wie keine solche Filme abliefern, so wie die ein neokolonialistische Nachgeschmack haben. Das machen wir auch nicht. Das machen wir auch nicht, Pascal. Thank you for your attention. Mode ist ein Riesenthema in Kinshasa.
Und wir inszenieren die Leute, die wir jetzt hoffentlich kennenlernen als Trendsetter. Und zwar nicht nur da, sondern auch bei uns. Weißt du, wie Schachtel? Ja. Ja. Hier. Und du wirst jetzt natürlich deine Garderobe vollkommen erneuern. Wieso? Ach so, nee, so war das nicht gemeint. Doch, ich hätte also, Bock. Ich würde ich mal gerne Bock. Wissen, Jana, worauf du dich denn eigentlich so am meisten freust? In Kinshasa? Ja. Doch, ich habe schon am meisten Bock auf das, auf die Fashion-Sache, glaube ich. Auf den Trailer meinst du? Ja. Also erstens Mode angucken, zweitens mit der vernünftigen Kamera drehen. Mhm. Drittens hätte ich, wenn es geht, Bock auf die Affen. Wie, auf die Bonobos? Ja. Pascal, ja. Darf sie das oder nicht? Über meine Leiche. So, natürlich darf sie das, aber erst wenn wir den Trailer im Kasten haben, natürlich. Das ist, bien sûr, aber dann können wir doch einmal dahin fahren. Guck mal, Pascal. Wow, okay. Das würde ich mal Kisoba Soba nennen. Aber und der Genosse hier, der kommt auch aus tropischem, schick die Brille. Ich glaube, die waren. Where do you go shopping? Dambela? No, not Dambela. Gombela. Are you a professional in the world of fashion or are you just like an amateur fashionista? Amateur fashion. That's I like designing. Yes. I like design just myself. I buy my design. If I go to shop, if I see a nice clothes, I can buy. This is shoes, it's Dr. Martens. It's Dr. Martens in London shoes. But this is a K T Z. But it's a Coco to Side. It's a new collection. Yeah, but this is the Gianni Versace. This is for Gianni Versace. But this is Fendi. The glasses is Fendi. My watch is a Rolex. You see? I don't know if you know the Papa Wemba. Of course I know Papa Wemba. You know the Papa Wemba. The Papa Wemba, that's is a leader for the clothes, for the nice clothes. That's the Papa Wemba. Every time he talks for the clothes, every Congolese people is like clothes. If you to go to Kinshasa, you give me, I'll give you my telephone number. You come in the place I'm living. I can show you everything you want. Everything I show in the picture, I bring in the Congo. Wow. See? Oh, this looks special. This is great. You wear every day. Yeah. This is like your personal. Yeah. Yeah. This I would wear really with pleasure. You would. Muda macho nitakunevunda nebula mwanda wa 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 wa